Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich einmal kurz was ansprechen und euch einmal um Hilfe bitten. Und zwar habe ich Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm und vielleicht sind unter euch ja ein paar Profis und können mir dabei helfen. Zuallererst einmal ein Dankeschön für die ganze Unterstützung bei dem Donation, Stream, Crash, wie auch immer, bei Xola. Das Video hat mittlerweile 120.000 Aufrufe, fast 125.000 und ja, über 3.000 Likes. Ich hätte niemals gedacht, dass es so gut ankommt. Und ich möchte gerne daraus so eine kleine Serie machen. So Stream Crash. Und dazu brauche ich einfach auch eure Hilfe. Und zwar schreibt mir bitte Ideen, wie ich Streams crashen kann, in die Kommentare. Und vielleicht kommt genau deine Idee dann im nächsten Stream Crash dran. Freut euch drauf. Schreibt mir Sachen in die Kommentare, wie ich den nächsten Stream crashen kann. Freue mich schon drauf. Und ja, hoffe ihr euch auch. Zum Problem. Und zwar, normalerweise nehme ich ja mit Action auf, ich mache es gerade mit OBS. Und ja, das Problem ist, wenn ich versuche, mit Action aufzunehmen, haben diese Dateien einfach keinen Ton mehr. Und wenn ich darauf klicke und sie mit VLC öffne, kommt so ein hässlicher Ton raus. Ja, und das ist einfach das Problem. Es kommt einfach kein vernünftiger Ton raus. Ich habe alles so wie immer. Die Lautsprecher sind die ich habe. Das Mikrofon ist ausgewählt. Ich mache es mittlerweile mit VoiceMeter. Könnt ihr mir übrigens auch in die Kommentare schreiben, ob ich mich jetzt besser anhöre oder schlechter. Ist natürlich etwas mehr basslastiger jetzt. Aber das könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und es ist immer so, alles wie immer. Und ja, auf einmal klappt es nicht mehr. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt hier mal alle Einstellungen, die ich so habe. Und ja, vielleicht findet ihr ja eine bestimmte Fehlereinstellung, wie auch immer. Und ja. Helft mir ruhig. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr dann Fehler kennt, schreibt es mir bitte. Und natürlich, wie ich ihn fixen kann. Ja, nochmal ein riesen Dankeschön und auch für die 17.000 Abonnenten, die wir jetzt geknackt haben. Einfach unglaublich. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe, es ist bald. Und ja, macht alles das, was ich euch gefragt habe oder sowas. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.